Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Atlas Reactor. Und ich sehe, ich spiele gegen meinen Erzfeind, gegen Fingers. Und diesmal habe ich aber wenigstens eine bessere Crew als beim letzten Mal. Beim letzten Mal, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, lief das gar nicht gut, weil wir diese Suki hatten, die auch noch durch den Bot ersetzt wurde, nachdem sie schon zweimal gestorben war. Und gut, wir haben also ein Team als Gegner und wir sind alle Solo. Toll! Okay, und wir sind auch noch zwei Supporter und haben nicht so eine tolle Mischung. Ich meine, die haben echt drei von den super krassen Charakteren. Die haben Dr. Finn, den besten Supporter, Raz, den mit Abstand besten Tank und Celeste, eine von den besten Firepowern. Da können wir nicht mithalten, zumal uns die Mischung fehlt. Oh, dafür haben wir zwei Tournament Manager und ein Creator. Also wir sind eigentlich voll das Content-Team. Aber ob wir dann mithalten können, ist eine andere Frage. Denn zwei Supporter, zwei Firepower. Also ich meine, wir müssen uns jetzt wirklich gut koordinieren, wenn wir eine Chance haben wollen. Aber ich weiß nicht. Ich sehe da im Moment noch nicht so große Chancen. Ich meine, eigentlich ist das gegnerische Team nicht so krass stark, also es gibt ja wirklich brachial starke Teams, dazu gehören sie nicht, aber nichtsdestotrotz sind das gute Spieler und die sind auch als Team gut und wir sind halt echt Einzelleute, was die Sache ganz schön erschwert. Und das Laden dauert ein bisschen, machen wir ein bisschen schneller. Ja, wir wollen ja auch mal hier in die Runde einsteigen, liebes Spiel. Könnte aber auch daran liegen, dass vielleicht einfach mein Tablet etwas lange braucht oder naja, keine Ahnung. Anscheinend ist aber ein geladen, das heißt, es ist echt hier noch eine Sache der Darstellung, würde ich mal sagen. Ja, in der letzten Runde, da hat unser lieber Fingers Erzfeind ja auch schon Dr. Finn gespielt. Ich habe auch Dr. Finn gespielt und war aber auch nicht gut. Das Problem ist allerdings auch, ich war irgendwie gezwungen, aber auch reinzugehen in die Mitte. Also eigentlich statistisch sah es schlechter aus, als es eigentlich war, das Match. Weil ich auch erst im letzten Zug noch ein zweites Mal gestorben war, was in der Verlängerung ja auch mal vorkommen kann. Okay, der geht nach rechts, dann werde ich wohl auch nach rechts gehen, denn ja, da in diesem Fall muss man wohl nicht mehr großartig separat laufen. Ich nehme mal an, wenn einer jetzt von unseren separat läuft, dann höchstens die Grey vielleicht, um ihre Drohne zu schicken. So, schreiben auch schön in den Chat, das again, schon wieder gegen diese Crew. Ah, naja. Okay. Wir sprühen einfach mal dahin. Da haben wir ganz ordentliche Chancen, jemanden zu treffen. Oftmals geht so ein Finn oder so bis dahin mal, oder ein Raz oder eine Celeste. Obwohl ich Celeste, die laufen nicht dahin. Die laufen ein bisschen schräger, ein bisschen weiter hinten. Also wenn, dann treffe ich vielleicht einen Raz. Oder ein Finn. Suki braucht ja nicht, weil die macht eh nur ihren Big One. Die wird da also wohl nicht hin. Genau, da ist der Big One. Gut ist allerdings, dass wir nicht nach vorn gelaufen sind. Und da kommt die Drohne und die erwischt immerhin Gray. Ne, Celeste hat sie erwischt. Also mal etwas, das ist okay. Und sie hat sich nicht das Item geschnappt. Oh, ich treffe Finn. Cool. Also wir haben so ein paar schöne Treffer. Der erste Zug, beziehungsweise der zweite Zug gehört quasi uns. Und Rask wurde gebubbelt. Und ich bubble auch mal direkt. Allerdings, oder? Wird er dashen oder wird er nicht dashen? Das ist die Frage. Ich mach mal so. Eigentlich steht er ja perfekt. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund für ihn, großartig zu dashen. Deswegen... Na gut, er steht in der Mitte von allen. Ach. Vielleicht dasht er doch, ich weiß nicht. Es kann sein, dass er doch dasht. Und. Okay, er ist nicht gedasht, sehr gut. Dann können wir wenigstens unseren schicken Aal rausjammern und wow, was für eine Range. Okay, da kann Celeste natürlich nicht mithalten mit der Range. Und wir schicken den Aal rein, sehr gut. Das ist schon mal gut. Und unser Quark hat zwei Verbindungen. Er kriegt zwar Schaden und ich kriege auch nochmal Schaden, aber wenn Quark zwei Verbindungen hat, ist schon mal gut. Oh, wir kriegen nochmal Schaden. Okay, jetzt haben wir ein bisschen viel Schaden bekommen. Na gut. Quark wird weggeschickt. Gut, dass ich da hinlaufe. Das hat den Vorteil, dass ich tatsächlich dann immer noch in seinem Kegel bin. Auch wenn Rask jetzt quasi entkommen ist.
Aber nun gut, das ist nicht ganz so schlimm. Bubble Nee, richtig viel Sinn macht das nicht. Ich glaube, ich greife einfach hin an. Ich weiß sowieso keinen anderen Treffen mehr. Also zumindest nicht in diesem Zug. Und ich gehe dann und dann ist gut. Ja, also gerade wenn man mehr als einen Support am Team hat, dann erhöht das schon ganz schön den Koordinationsaufwand, damit man irgendwie die volle Heilpower mitnimmt. Denn die, ich sag's mal so, die ganzen Supporter, die haben ja alle nicht so viel Angriffskraft. Das heißt also, man muss quasi versuchen, den Counterpart damit zu machen, dass man echt versucht, alle am Leben zu halten irgendwie. Weil es relativ schwer ist, irgendjemanden zu töten. Und ja, ich kriege jetzt wahrscheinlich die Spülung zurück vom anderen Finn. Ja, und er macht mir 17, na gut. Das hätte schlimmer sein können. Und da ist die Celeste. Ist sie gerade gedasht eigentlich? Keine Ahnung. Problem, sie kann auch niemanden heilen gerade. Also bubble ich jetzt einfach mal. Dann kriegt die Celeste noch mal 10 extra oben drauf. Und dann passt das, denke ich. Und irgendwie, wie läuft die denn? Ach, die läuft aber auch merkwürdig. Die läuft quasi an der Heilungskugel eigentlich einmal vorbei, was auch mehr irgendwie komisch ist. So, da kommt jetzt das Geheimnis, okay. Und Blastphase tatsächlich. Zack, 10 Schaden, sehr schön. Und nochmal 34 drauf. Rauchbomben sind nicht so schlimm. Und der Wrathful steckt satte 40 Schaden ein. Und das Sukiyun schießt drauf. Ja, okay, gut. Also der Blackburner muss jetzt aufpassen, dass er überlebt. Und nun ja. Nun ja, nun ja. Es ist ein sehr merkwürdiges Match. So, ich heile jetzt erstmal hier. Das ist wichtig. Und dann gehe ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe dahin. Dann kann ich ein bisschen mehr sprühen vielleicht. Habe ich mehr Flexibilität, was Angreifen angeht. Ja, ich habe auch extra die Mod mit 6 Rüstung, sodass ich quasi 30 Heilung mache. Es sei denn, natürlich kriegt niemand Schaden, dann ist es halt wirklich nur 24. Aber ich finde diese 6 Rüstungen doch, die sind ziemlich gut. Die haben sich echt bewährt. Ich war am Anfang skeptisch, was die Mod angeht, aber die ist echt gut. Au, ich bin geroutet. Das ist natürlich nicht schön. Okay, den haben sie und der macht jetzt sein. Au, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zu viel Schaden für unsere Gray. Und er schießt, kriegt 18 ab. Okay. Tja, gut. Dann muss ich jetzt so sprühen. Was auch okay ist. Ich krieg noch ein bisschen viel Schaden, das einzige Problem. Aber 2x25, das ist nice auf jeden Fall. Und das war WhatsApp. Schön. Das war nicht für Räumstift. Naja, ich gehe jetzt einfach mal da links oben hin. Ich will mich jetzt auch nicht mehr kurzfristig umentscheiden, weil sonst passiert wieder irgendein Unglück und ich bewege mich gar nicht, was hier sehr schlecht wäre, wenn ich zwischen drei Leuten stehe. Und ich bin jetzt einfach so eiskalt und benutze auch nicht meinen Catalyst oder so, weil ich will den eigentlich schon benutzen für, wenn der Gegner Ultimate hat. Aber jetzt kriege ich auch schon ganz schön auf den Sack, das muss ich auch sagen. Gorg greift an, okay. Und eigentlich kommt der Ultimate. Wie gesagt, Rask ist einfach OP eigentlich, weil er ja seine ganzen Abklingzeiten zurückgesetzt werden und so auch noch dadurch. Das ist schon irgendwie sehr krank. Aber mir fehlt nicht mehr viel. Dann habe ich tatsächlich meinen Ultimate. Und wir führen tatsächlich 1-0. Wow. Das ist natürlich schön. Das freut mich sehr. Und unser Quark hängt zwar noch an mir, aber das ist jetzt auch nicht so praktisch mit ihm. Okay, der hat einen Dash, den brauche ich nicht ahlen. Dann werde ich vielleicht den ahlen. Und dann gehe ich da nur mit der Heilung und gehe da oben hin. Ja. Gut. Ich habe nächste Runde ja nichts zur Verfügung von meinen Fähigkeiten. Also, ja.
Naja, mal gucken. Ich bin mir sicher. Also sagen wir es mal so, es sieht für uns okay aus, aber der Quark ist jetzt nicht gerade in der schönsten Situation da in der Suppe. Es ist aber sicher gut, dass er jetzt mal raus, also zumindest aus dem rausgedasht ist. Also, ansonsten ist er ja immer noch da in der Ecke und so. Aber oh, gut. So, und sehr schön. Okay. Den Schein hätte Quark sonst auch noch mitgenommen. Den ist er schon mal auch. Hat er auch, ist er auch schon mal los. Sehr gut. Und das ging daneben. Perfekt. Perfekt. Quark hat alles richtig gemacht mit seinem Dash. Und ich könnte jetzt ein Ultimate setzen. Mache ich aber nicht. Weil der Ras kann dashen. Vielleicht verbraucht er erst seinen Dash und ich kann ihn dann einsammeln. Und die Gray oben hat vielleicht auch schon ihren Ultimate. Und ich habe auch keine Lust, mehrere Ultimates in einem Zug zu machen. Das ist ja auch nicht so praktisch. Und warten wir mal. Ja, sie hat ihren Ultimate. Habe ich es doch noch richtig in Erinnerung gehabt. Und wir treffen zumindest einen. Immerhin. Wir treffen immerhin Finn. Das ist gut. Und das einzige Problem ist, er hat sein Catalyst halt benutzt, um wahrscheinlich meinen Attacken zu entkommen. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt beide treffen kann, glaube ich. Ja, perfekt. Das Schöne ist, es heilt mir auch 20 Leben, weil ich habe die Mod, die pro getroffenem Gegner 10 Leben gibt. Und dann haben wir noch schön Energie drauf, sodass wir noch mehr Schaden machen. Und gehen dahin. So, für ein etwas. Ich will nicht unbedingt, dass Suki mir so viel Schaden machen kann. Und er bubbelt Suki. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Dass er Suki bubbelt. Wow. Und die macht den Ultimate immerhin gegen 2. Was auch nicht zu unterschätzen ist. Und ja, okay, Blackburn hat sich geirrt, was die Stelle angeht. So, zack, 34. Da kommen jetzt die fetten Raketen und haben sie beide überlebt? Ah, die Bubble tötet ihn. Eieiei. Und die, okay, gut. Also ein bisschen Overkill schon. Und hier kommt der Whirlpool. Bam. Ach, schade, dass ich jetzt nicht mehr Wrath durchziehen konnte. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich schieße jetzt mal auf Wrath noch, wo ich ihn sowieso schon wehrlos da liegen habe. Am Boden zerstört. Und gehe nach da und dann werden wir uns wohl alle gegenseitig mal eine Runde heilen. Das dürfte jetzt so der Plan sein. Weil Quark hat sein Ultimate und Blackburn ist ja. Gut, der ist noch. Ah ne, der ist ja tot. Ja gut, dann müssen wir uns auf jeden Fall heilen nächste Runde. Und jetzt quasi die Runde, die wir Puffer haben, müssen wir jetzt nutzen, um uns wieder hochzuheilen. Oh, ich hoffe, die stirbt jetzt nicht, die Gray. Das wäre bitter. Wenn die jetzt noch stirbt, wäre das echt bitter. Und sie schießt aber leider passt der Winkel nicht. Aber man, das ist jetzt das Schöne. Niemand ist um uns herum. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich eine Runde mal super heilen. Perfekt. Und ich schreibe hier noch schnell rein: Alt Quark. So. Weil ich will unbedingt, dass er sein Ultimate macht. Denn eventuell kann er noch einen zweiten irgendwann machen. Aber er wird jetzt eh keine bessere Position bekommen, um den Ultimate zu machen. Das kann er sich abschminken. Deswegen ist es besser, wenn ihr jetzt einfach macht und dann ist gut. So, hier 24 on top. Und vor allem kann Quark jetzt den Ultimate machen, ohne dass er einen Zug dafür verbraucht, indem er sonst hätte irgendwie stärker angreifen können oder so. So, jetzt hat Gray insgesamt bekommen, ich glaube, 70 Leben haben wir jetzt Gray gegeben. Das ist schon krass. Das, also in einem Zug einfach mal 70 Leben, das ist dann, das ist schon extrem. Oh, 22 davon sind wieder weg, aber das ist nicht so das Problem. Da kommt die Drohne, sehr schön. Und ja, ich bin stehen geblieben, was allerdings eher ein Versehen war. Bei dem ganzen Gequatsche vergisst man schon mal zu laufen. So, der greift Rask an, was okay ist. Ich babbel bei Quark. Er ist zu wichtig, um zu sterben. Oh fuck. Ich wollte mich jetzt noch schnell umentscheiden und gucken, ob ich den Ras treffen kann mit meinen Aalen. Und dummerweise ist mir die Zeit abgelaufen. Ich habe keine Timebank mehr. Scheiße. Ups.
Ja gut, das war jetzt echt schlecht. Oh Mann, das, ja. Ohne Worte. Naja gut, dann habe ich jetzt die Bubble, was soll's. Dann kann ich sie noch sinnvoller einsetzen auf Gray, die sonst mir wahrscheinlich verrecken wird irgendwann. Und bei Quark, keine Ahnung, der muss jetzt bestimmt raus. Ja gut, Catalyst, das macht auch Sinn. Und ich gehe dahin und dann soll das passen. Und unsere Gegner haben drei Icy-Mails, ey. Also das zu überleben wird jetzt auch nochmal ein Kunststück. Und sie selbst gibt sie auch noch Rüstung. Ich nehme mal an, dann wird sie wohl in meine Richtung den Ultimate machen. So, zack. Sehr schön. Quark ist also dem auch noch ausgewichen. Okay, aber den Ultimate hat er kassiert. So, zack, zack, zack. Und Aal ins Nichts. Okay, Big One sind 15, weil er geschwächt ist anscheinend, die Suki. Ah, die Cluster, das ist ein bisschen ärgerlich. Obwohl, eigentlich ist es ganz gut, weil so überlebt, glaube ich, sogar die Bubble. Das heißt, sie kann nicht so nur nochmal Schaden machen. Und ich krieg 50, okay. Habe ich jetzt auch eine Menge Schaden kassiert in diesem Zug? Ich glaube, ich nutze jetzt einfach mal meinen Catalyst und. Ach, wo bewegen wir uns hin? Schwierig. Dahin. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Und diesen Zug darf ich nicht verlieren. Das ist auch so eine Sache. Und Ras kann sich jetzt natürlich schon wieder heilen. Das ist immer so krank, wenn man gegen Ras spielt. Zack, zack, zack. So, jetzt bin ich gespannt, was hier jetzt passiert. Ah, da kommt der Ultimate, sehr schön. Und tötet ihn die Bubble? Nein! Oh, das ist ärgerlich. Und da kommt der Whirlpool und er zieht alle wieder rein. Mist. Mist. Das ist traurig. Wenigstens wurde ich nicht getroffen, aber ich kann sie wieder hochheilen. Der ist auch gut. Wir heilen sie einfach wieder hoch. So einfach. Und dann gehe ich wahrscheinlich hier, da ich ein bisschen angreifen kann, aber nicht so offen stehe. Oh Mann, was für eine Runde. Was für eine Runde. Und die Gegner empfinden irgendwie auch gerade kein Rezept gegen uns, habe ich das Gefühl. Allerdings wird es jetzt langsam auch wie echt eine Frage des Überlebens als des Tötens. Unser Gray. Für die ist es nie so leicht da oben alleine. Oh Gott. Oh Gott. Fast tot. Und das nur, weil vorhin ein Schaden gefehlt hat oder zwei. Das ist echt bitter. Also wenn, das sind so die Momente, das ist immer traurig. So, der Gegner lebt gerade so noch. Aber jetzt ist sie tot. Immerhin. Okay. So, Ras, kamen wir schön mittig. Und ich weiß nicht, hat er noch einen Dash? Ich weiß das gerade gar nicht. Keine Lust, auch nachzugucken. Ist mir jetzt wurscht. Und wo gehen wir hin? Eigentlich will ich nur noch, dass die Leute überleben. Der Rest ist nicht mehr so wichtig. Es sind ja nur noch drei Züge. Ich habe ja auch kein Catalyst mehr. Das heißt, Verlängerung ist mir auch an sich sowieso schon gar nicht mehr so lieb. Okay, die macht ihren Catalyst. Das ist gut. Kriegst du auch noch ein bisschen Energie. Und die beiden sind von der Bubble erwischt. Haha, und der Taunt. Ah. Vor allem hat der hier auch noch meinen Lieblingsskin von Quark. Das ist der vorher der Sandstone-Skin war, glaube ich, vorher der Level 6-Skin. Und der überlebt hier leider noch. Das ist ja ärgerlich. Da haben sie aber gut gesehen, dass sie sie töten können. Damit steht es 3 zu 2. Das wird also eine knappe Kiste. Ich denke, ich heile mich jetzt einfach mal selbst, anstelle zu versuchen, Ras zu töten. Der schon wieder sein Ultimate hat. Das ist unglaublich. Irgendwie gefühlt hat er vor 2 Zügen den Ultimate. Na gut, dann gehe ich dahin und. Naja, mal schauen. Mal schauen. Viel kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr machen, bevor das Match zu Ende ist. Und er dasht und macht sein Ultimate. Toll! Du Sack.
Okay, immerhin haben wir den Catalyst, der uns heilt diese Runde. Auch wenn das nicht jeden Schaden kompensieren kann. Und Ra's des Todes steht 4 zu 2 für uns. Das ist schon mal wichtig. Es steht 4 zu 2. Und ich denke, ich babbel. Tja, mich selbst? Ja, ich glaube ja. Weil die wissen, dass Quark ja dashen kann. Und dementsprechend werden sie ihn wohl nicht so angreifen. Deswegen, ich denke, dass ich das potenziellere Ziel bin. Deswegen gehe ich jetzt auch unten lang. Und dann schauen wir einfach mal. Wir müssen ja nicht mehr lange überleben. Noch zwei Züge, dann haben wir es. Der kriegt auch nochmal Heilung. Sehr gut, Quark. Vor allem 22, das ist immer sehr gut. So, da kommt Big One. Trifft diesmal keinen endlich mal. Rakete, okay, geschenkt. Die Bubble, die war nutzlos. Und wir sind hier. Ich hätte jetzt mein Ultimate, aber ich heile lieber meine Crew nochmal hoch. Damit nichts Unvorhergesehenes kommt. Und dann haben wir es vielleicht geschafft, tatsächlich gegen den Erzrivalen zu gewinnen. Vielleicht. Aber ihr seht, das ist echt eine Koordinationsarbeit mit den ganzen Supportern. Aber ich denke, wir haben das jetzt gewonnen. Ich glaube nicht, dass die von uns jetzt noch zwei tot kriegen. Vor allem nicht mit der Heilung. 30 extra Leben für alle, das passt. Ich glaube, das war's. Ich glaube echt, wir gewinnen das. Aber lassen wir uns überraschen. Man weiß in diesem Spiel ja nie. Vor allem, wenn da nichts mit dem Spiel ist. Dann weiß man erst recht nie. So, zack, den gibt's auch noch drauf. Also, oh, also die hat jetzt echt gefressen in diesem einen Zug. Und die Bombe explodiert. Schade eigentlich, denn nächste Runde hätte ich noch einen Finisher gehabt. Aber wir haben wohl gewonnen. Ich denke, wir haben gewonnen. Selbst wenn sie noch einen von uns töten, das reicht trotzdem. Yes. Yes, wir haben es geschafft. Wir haben den Erzfeind besiegt. Ja. Super. Also ich bin froh. Und ich hoffe, euch hat das Video genauso gefallen wie mir. Und dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.